Nun ist es wieder soweit. Der Dezember ist die Zeit der Weihnachtsfeiern. Tanzlehrerin Juanita Hible, die auch Knigge am Bifi unterrichtet, hat voll live erklärt, was die größten Sünden sind. Erst einmal kommt man zur Weihnachtsfeier und begrüße ich die Personen, die anwesend sind. Oder renne ich gleich mit ausgestreckter Hand zu einer Person, die mich gar nicht kennt, sollte ich mich natürlich vorstellen. Naja, man geht zum Essen, denkt sich, juhu, wir bekommen ein Essen spendiert und räumt vielleicht gerade das Buffet ab. Das ist sicher nicht sehr gut, also da sollten die Portionen schon angemessen sein. Und wenn ich noch mehr holen gehe, dann natürlich immer kleinere Portionen. Dann noch ein Fauxpas, ist der Alkohol. Wie viel Alkohol trinke ich? Darf ich Alkohol trinken? Es sitzt mein Chef neben mir. Ist es gut, wenn ich viel Alkohol trinke? Soll ich gleich das Du anbieten? Also es ist sicher nicht immer ratsam. Dann sitzt man so beim Essen, trinkt, man hat Spaß. Es geht einem gut, es sollte allen gut gehen. Das heißt, wir haben einfach Spaß miteinander. Es ist ja ein Firmenfest. Und dann denkt man sich, ja, vielleicht können wir mal einen Flirt beginnen. Da gibt es ja eine junge Mitarbeiterin. Naja, vielleicht komme ich bei ihr an. Aber gerade bei einer Firmenfeier sicher nicht angebracht. Da sitzt man so beim Fest, hat doch vielleicht ein bisschen viel Alkohol in sich, dann wäre es sicher ratsam zu überlegen, wie komme ich nach Hause. Nicht, dass ich wieder vielleicht einen Kollegen fragen muss und der möchte eigentlich nicht nach Hause fahren, aber ich muss ihn bemühen. Also dann lieber selber darauf achten, wie komme ich nach Hause und vor allem wann. Nicht zu spät, weil wenn ich schon nicht mehr weiß, was eigentlich um mich geschieht, ist es auch ratsam, so früh wie möglich, das heißt schon ein Taxi aufzusuchen und so sicher nach Hause zu kommen.